Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay von Last Epoch. Jo, wir sind ja hier angekommen, sind Circle geworden. Das kann ich auch hier. Jo. Und jo, wir sind viel stärker geworden. Auch durch diese Fackel. Zweihandszepter. Genau. Und jo, das letzte Mal war es ein bisschen zu laut, deshalb ist es jetzt hoffentlich gut oder vielleicht ein bisschen zu leise. Aber dann kann ich mich ein bisschen mehr Seiten halt konzentrieren. Und genau. So wuchtige Töne sind halt schwer einzustellen, dass man nicht das Reden irgendwie überschreibt, das soll so sein. Übertönt. Genau. Jo. So. Also der Bild macht sehr viel Spaß, aber er hat noch viele Mana-Kosten und so. Ein bisschen schauen, wann ich den Vulkanik-Orb einsetze und wann nicht. Aber eigentlich bin ich mit dem Feuerball gut genug dran. Also bin ich auch kurz zweimal eingesetzt, um zu schauen, wie gut es geht. Binary-System. Das ist es. Schwarzes Loch oder so. Ja, muss ich zuerst freispielen? Ja, Level 40. Und dann haben wir noch einen anderen Skill. Also Teleport, Flameboard. Dann wäre es eigentlich alles, oder? Teleport kommt weg, oder? Wieso benutzt der Bild eigentlich kein Teleport? Weiß es nicht. Jo. Also. Jo, war ein cooler Tag gestern. Ich hatte wieder lange der Livestream. Immer so ab, weiß es nicht wie. Also heute vor allem nicht. Ich hatte mich das Video davor schon hochladen. Ist ein bisschen blöd. Also Samstag, den. Ich weiß nicht, was heute für ein Tag. Den 25. März. Jetzt halt einfach das Fondue essen bei meiner Schwester und bei meinem Vater. Und dann nicht. Komme ich einfach später. Und am Sonntag dafür den ganzen Tag, dem 26. März. Jo. Genau. Und jetzt bin ich gerade aufgestanden, ich habe noch nichts gegessen, weil ich nur eine halbe Stunde warten. Wenn es so besser gewählt hat. Jo, und ich habe noch nichts gegessen, weil ich auf die Tabletten warten muss, eine halbe Stunde. Also die Tablette nehmen und dann eine halbe Stunde warten. Jo. So, ich bin sehr erfreut, dass ich einen coolen Bild habe. Wenn immer Teleport stinkt, wenn ein bisschen teleporten. Und ich habe halt einfach dort den Vulkanik-Orb. Und es wird einfach ganz leicht. So, es wird mit der Moderne, mit der Harte immer wieder schwieriger, irgendwie einfach ein bisschen sich locker zu halten, oder? Fast halt ein bisschen zu drücken, dass sie kaum reingeht oder fast gar nicht reingeht. Und ja, diese Entwickler immer, oh, man muss so ultrasensibel wie möglich haben. Ja, man darf es ja nicht umstellen, weil das sonst viel zu viel Arbeit ist. Ich verstehe Hardware-Entwickler überhaupt nie. Völliges. Meinen die immer, es sind so fette Leute, die nicht viel drücken können? Ich weiß es nicht. Aber ja. Ich glaube, dein Match. Also es ist schon nicht sehr langsam, wenn ich das mal eins klein wieder auffüllen. Und nochmal was machen. So, und schon ist er down, down. Ja, ja. In diesem Ausgang, man kann nie gut klicken, also es nimmt nicht so gut an, wenn man durchgeht. Aber das Schlimme ist ja so, man klickt ein Portal an und schaut kurz weg, oder? Und man lässt einfach nicht das Gebiet. Ja, das muss man ein bisschen besser, ja. Ja, also nach zwei Klicks sollte es eigentlich gehen. Irgendwie weiß das Spiel nicht immer sofort, ja, jetzt muss ich agieren und so. Ja, der Entwickler ist ein bisschen langsam im Nachjustieren und so. Wenn irgendwas im Problem liegt, das wird lange Zeit nicht gefixt.
Und ja, das sind einfach Sachen, die jeder andere Entwickler wahrscheinlich gut einstellen könnte, aber entwickeln. Und das ist halt einfach, man sieht es halt, diese kleine und junge Entwickler hat noch nicht so viel Erfahrung. Und ja, Qualität ist nicht so hoch. Sie haben jetzt auch viel zu lange gebraucht für ein Multiplayer-Patch und haben nicht viel neues Design gebaut. Ich war sehr enttäuscht bei der Anzahl von Balancing und so Sachen. Aber für macht das Spiel hat wirklich unglaublichen Spaß und dann kann man da gut darüber wegsehen, oder? Jo. Und ja. Der hat immer wie demotiviert von Diablo 4. Es kommt einfach sonst nichts raus, also vielleicht Paths of Exile 2, was ich wahrscheinlich auch nicht spielen werde, wegen zu viel Grinding, zu viel geschaut wird auf die ganz festen Profis und so Sachen. Ja, die können das spielen, aber ich fühle mich nie als Profi. Ich will ein Spiel haben, das Spaß macht und nicht irgendwie ultra schwer ist oder sehr viel handeln muss und grinden muss, oder wenig nicht. Ja, deshalb ist Paths of Exile 1 und 2 hat auch nichts mehr für mich. Und ja, deswegen wir haben so viele Zuschauer. Genau. Gestern aber Gothic 2, einfach die Steuerung ist standardmäßig. Also wirklich ein. Okay. Ein Mist. Okay, wir müssen jetzt kurz zurück in die Arena Era. Und danach müssen wir nochmals hier zurück, wo wir waren. Das ist eine dumme Quest. Könnte rausgeschnitten werden. Sie macht einfach keinen Spaß. Ah ja, das ist nur diese. Beacon. Beacon. Ich muss ein paar englischen Aussprache haben. Englisch ist eine verdammt schwere Sprache. Jeder Buchstabe wird irgendwie ein bisschen anders ausgesprochen, je nachdem. Oder? Und einfach zweimal oder einmal nicht und dann mal wieder so ausgesprochen. Völlig komisch. Alle Wörter und dann beliebt auch, es geht nicht so gut, aber ich kann auch Grammatik langsam. Ich habe halt alles selber beigebracht. Und da gibt es auch noch Fehler bei der Aussprache. Ja, also Beacon kenne ich ja aus Minecraft. Und Bacon aus Speck. Aus leckerem Speck. Ja, jetzt ist bald wieder Ostern und ich habe so geile Osterhasen gesehen. Kann sie einfach nicht essen. Sie sind nicht so gute Schokolade. Also in dem schon, aber ich mag eher normale Light-Milch-Schokolade. Und nicht irgendwie so, ja, köstliche Dessert-Schokolade. Ja. Und ich bin ja auch kein Osterfan. Ich bin ja nicht so aufgewachsen religiös. Wir haben es einfach als Spaß gesehen. Keine Religion dazwischen. Ja. Ist halt schwer, wenn man halt einen anderen Gott hat und einen anderen Glauben. Also man nicht so den katholischen Glauben glaubt. Aber wir sind einfach so ein bisschen reingeboren. Dann haben wir es einfach so mit den Händen dran. Aber nicht sofort im Vordergrund. Was ist das für ein Turm da oben? Sieht das wie ein Leuchtturm? Aber irgendwie. Könnte mir einfach mal ein bisschen aufgeschaut haben. Das ist so, ja, auffällig, aber dennoch ganz winzig klein. Winzig nicht, aber. Im Gegensatz zu den anderen wurde das klein. Ja, es ist halt ein bisschen doof, dass es hier Vogelperspektive ist.
Und diese schönen Bilder sehen, ich kann mir gar nicht andeuten. Ist es jetzt Wailing? Wenn, dann ist es aber Ruined Wailing. Ja, nein. Es ist einfach Dunkelheit wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich hier Imperial Railing. Aber ich sehe ja nicht die Türme, ich kann ja gar nicht sagen, oh, ist das jetzt hier das College, wo man vielleicht sieht, oder ist das nicht, nee, das ist eine Kathedrale natürlich. Aber ist das der Turm hier oder so? Ja, wo ist denn die Kathedrale? Ich weiß es irgendwie nicht. Das ist vom Hintergrund, außerhalb vom Spiel, kenne ich das Spiel halt nicht. Und die Story nur von der Kampagne. Aber ihr seht ja, ich überspringe einfach diese Sachen. Sie sind, ja, beim ersten Mal, ja, wirklich interessant. Aber ich habe ja schon so viele Videos gemacht und Livestreams. Ich mache das einfach nicht mehr, oder? Weil es ist in einem Hack'n'Slay schon ein bisschen minderwertig. Bis jetzt habe ich keine gute Story gefunden. Also vielleicht ein bisschen Sacred 2, Dungeon Siege. Aber, ja, die Story wird halt schon sehr im Stich gelassen. Was ich aber interessant finde, ist in Diablo 4, das habe ich jetzt nicht viel natürlich wegen Spöle, gar nichts. Einfach ein paar Sachen. Finde ich richtig gut. Aber ich kann doch nicht wie in einem MMO begehen und die ganze Zeit grinden und andere Spiele begutachten. Das ist irgendwie so ablenkend und nervig. Und ja, dadurch ist es einfach nicht so mein Spiel, das Diablo 4. Ich habe da immer ein paar Videos geschaut von der Closed Beta. Die Leute sind sehr motiviert. Ich finde es wirklich cool. Aber viele im Hintergrund eher oder so sind sehr enttäuscht. Und ja, ich kann es verstehen. Ich würde es ja auch gerne wirklich ein bisschen spielen und so. Aber ich lasse es lieber. Ich habe so viele Projekte und so viele Spiele, die auch bald kommen. Ja, ich kann ja sowieso nicht so gut dranbleiben, oder? Diablo 4 ist halt einfach, ist ein großer Entwickler. Und, jo. Die machen halt ihre eigenen Sachen und hat eher auf Leute, die wirklich auch mitmachen und nicht so wie ich, wo man halt ein bisschen kritisiert. 2 und 1. Ah, das ist jetzt das Ding. Also 2 und 1. Ich muss switchen. Liebes Game. Ich wollte noch kurz schauen bei. Ah ja, unten wollte ich schauen. Ja, 8. Genau, hier auch 8. Ich könnte das obere jetzt nehmen, da ich nicht so viel Volkonic Orb einsetzen muss. Volkonic Orb. Genau, 2, 1, 1. Okay. 2, 1. Okay. Ja, das muss ich halt auch erhöhen. Also dann Volcanic Orb 2, 1. Also dann noch den 2, den 1, den 1. Okay, gut. Jo. Jetzt haben wir gleich wieder ein Leveler. Gut. Jo, heute eben bin ich mal ein bisschen weg. Ich bin jetzt 2 Wochen sonst nirgendwo gewesen, bei Terminen und Einkaufen und Kochen und so. Ich muss schauen, in letzter Zeit habe ich nicht so Lust zu kochen, dass ich viel mehr livestreamen kann. Halt noch viel von verschiedenen Spielen, nicht mehr von Last der Koch. Auch schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wirklich viel mehr sehen wollt. Es ist wichtig, dass es euch gefällt und nicht mir. Ich spiele trotzdem. Ich bin ja einer, der eigentlich alles spielen kann. Und ja, zum Beispiel Empires of the Underground ist jetzt nicht so meins. Und Fate Online ist ja nicht so meins. Lange Ladezeit und wenig Spielspaß. Sonst kann ich ja jedes spielen. Ich habe ja auch Fortnite jetzt momentan probiert und ich finde es ziemlich gut. Bin aber einfach nicht ganz so gut. Ja, ich will eigentlich auch nicht irgendwas zeigen, wo ich wirklich schlecht bin. Ich will euch das zeigen, wo ich auch relativ gut sein kann. Trotz Krankheiten, trotz Müdigkeit immer wieder und so weiter. Ja. Also, ich denke, ja, ich muss nicht so viele Punkte schon mal reinsetzen.
Die Skalungen sind halt so, dass man die immer wieder ein bisschen erhöht. Und nicht alle total machst schon so vor Hälfte, vor Percent Hälfte. Schön. Ja. Jetzt bin ich aber so ein bisschen fast depri, weil in Rechnung nicht so viel los ist dazwischendurch. Ja, da freue ich mich natürlich riesig auf Level 60. Wir sind ja auch schon bald Level 60, also Level 30 sind wir, glaube ich. 28, ne. Es geht noch einige Zeit, aber es geht natürlich tausendmal schneller als in der Welt. Ja, ich habe halt nicht immer so viel Zeit und Lust, da mega lange zu leveln. Bin ich so einer, der, ja, die ganze Zeit grinden will. Das können die Chinesen, aber ich muss es nicht machen. Jo, und ich wollte ja wirklich stark beginnen mit dem Game Design, mit dem Entwickeln von meinem Spiel. Es wird ein bisschen Anleihen geben, also ein bisschen Sachen, die guten einfach funktionieren und nicht unbedingt geklaut werden durch das Nutzen oder durch das Abkopieren und ein bisschen verändern. Wo ich es ein bisschen reinbringen, oder? So ein bisschen das Ausweichen, das ja, Taktische sozusagen, das ja, ich weiß nicht, ob ich das Legendary Potenzial und so Sachen auch irgendwie reinnehmen kann oder darf. Ich will aber nichts klauen und dann kommt der Entwickler und sagt so, was wir das Deutsch, was wir da erfunden haben, reinnehmen. Ich will eigentlich alles eigen machen. Ich habe gute Ideen, ich habe eine coole Story im Kopf. Und ja, ich würde so gerne einfach dann auch noch Sachen haben, die ich wirklich auch so umsetzen kann und ja, dann auch sehr viel Spaß werden. Da hat Lars wahrscheinlich sehr viele der Mobil und was. Ja. Ich werde dann auch ein bisschen Entwicklung streamen, aber ich werde wahrscheinlich das Mapping zeigen, vielleicht ein paar Gegenstände modellieren oder so. Ja, die Story natürlich machen und so. Ja. Aber so wie viele Scripts im Hintergrund, da will ich lieber ein bisschen in Ruhe alles machen. Und nicht während ich den Chat lesen muss. Ja. Weil ich bin ja einer, der sehr gerne Chat liest, alle Fragen beantwortet, alle Kommentare irgendwie. Jo. Ich begrüße und alles mögliche. Ich habe ja auch noch nicht so viel zu tun. Ich denke, ich werde es auch können tun, wenn ich dann viel zu tun hätte. Aber dann dauert es halt vielleicht auch ein bisschen, bis ich antworte. Bei Fragen immer sofort. Dann bei wichtigen Fragen. Und ja, bei Kritik natürlich auch. Ich habe in letzter Zeit einfach so ein bisschen gesehen, die Leute sind wieder ein bisschen narzisstisch, die Spieler in Champions of Reckoning. Sie müssen wieder ein bisschen auf mich eintreten. Aber ich finde das völlig in Ordnung und das ist nicht schlimm. Das ist einfach irgendwie so ein bisschen eher lustig, wenn man so sagt, ja, dieser Skill muss unbedingt rein, weil man halt unbedingt das machen muss in RVR. Jo. Aber als Teil von einem ja, Menschen, der zeigt, Videos macht und so, ist es immer so schwer, die ganzen Sachen dann auch immer wieder machen zu müssen oder zu machen. Ich kann nicht immer ständig dann einen heilen, weil der Heal auch sehr leicht ist. Und dann erkennt man im Stress auch manchmal nicht unbedingt, dass jemand gestunt ist oder so. Es ist ein guter Entstunner-Skill, kann ich völlig verstehen. Und Profis setzen den natürlich ein. Ich gehöre noch nicht zu den Profis. Und ja. Sie ist halt schwer. Und hier auch. Es gibt in Last Help of Skills, wo ich niemals immer wieder einsetzen würde. So Spamming Skills. Also einfach ja, Eteres Blessing und Glide oder Glive. Das sind so Skills, die man halt immer wieder drücken muss. Weil man sich healen muss oder schützen muss oder boosten muss. Zum Beispiel Flame Ward auch hier. Habe ich den schon eingesetzt heute im Bar? Nein. Ich habe sehr stark bin.
Ich würde ihn einsetzen, wenn ich in Gefahr schwebe, oder? Das tue ich einfach nicht. Die Kampagne ist ja zu leicht, oder? Ja. Aber dann Monolithen setze ich dann immer wieder ein, denke ich. Oh, Spreading Flame, danke schön, dass es diesen Effekt gibt. Oh, das spart mir viele. Ja, ich finde diesen, ja, wie sagt man denn, Event, dieses Event eigentlich ein bisschen unnötig, aber es zeigt halt, dass man viele Gegner hat hier. Was schon wichtig ist für den einen Boss. Ich denke mal, es ist der eine Boss, weil der eigentlich ähnlich aussieht wie die manche Gegner hier. Ja. Genau, hier sind wir fertig. Baseline Damage. Na, hier. Zweifel. Ja, nur noch einen dran. Und dann können wir wieder auf Mana gehen. Ich gehe vielleicht auf Blank Mana, damit wir dann hier das Mana Pool haben. Weil Mana Regeneration ist ein bisschen schwer, sich unbedingt so mega effektiv. Das ist sehr lohnt. Ja, ist das Healing. Um das Mana Regeneration ist eigentlich genug zwischendurch. Aber im Kampf kann es noch ein bisschen mehr sein. Genau. So, ich denke, der Bild wird ziemlich schnell jetzt stärker. Ich muss aber zum Beispiel den Feuerballstab natürlich noch finden. Wenn ich jetzt den Bild nicht mit diesem Multiplayer auf dem Multiplayer neu anfangen müssen, hätte ich den Stab ja, also diese doppelt nutzen können. Oder hat der Source dann zwei Waffen reine Anzahl. Zwei mehr. Cool, die Flammen und Skelette sind sehr schnell. Gar nicht aufgefallen, so wo ich die Stäbe noch benutzt habe. Also der Flammenstab hier. Gut, der ist einfach zurückgekommen und das ist auch schneller geworden. Hey. Das nervt mich auch ein bisschen. In diesem Spiel kann man nicht irgendwie runter. Und es geht manchmal, manchmal geht es nicht. Das sollte eigentlich angeschaut werden. Ich freue mich, wenn das Spiel dann wieder ein bisschen leiser ist. Aber ja, die Spiele brauchen auch schon unendlich lange langsam. Man hat immer das Gefühl, die Spiele sind immer noch in der Beta. Sie ist ja das Spiel auch. Aber sie sind ja noch wenig weit für eine Beta. Sie sind eigentlich immer noch in der Closed Beta, weil viele Sachen noch nicht eingebaut sind. Und das ist halt das Doofe. Sophie, du musst ihn. Ich hab so ein verschlafenes Mund, der verschlafene Gaumen im Mund hat. So, kennt ihr das, wenn ihr ein bisschen zu lange oder einfach nicht gut schlafen könnt? Ein bisschen Geschmack habt vor. Die Spucke, die schlecht schmeckt. Ist ein bisschen doof, wenn man halt viel redet und dann stärker wird. Ja, ich sollte halt zuerst essen, aber meine Güte, was soll ich in einer halben Stunde sonst machen? Und nach dem Aufstehen. Das ist so dumm. Man muss Tabletten immer auf dem Kühlschrank haben, manche. Und dann musst du eine halbe Stunde warten, weil irgendwie die Tablette auch gut wirken muss. Und dann darfst du erst essen. Hast du irgendwie keinen Hunger mehr? Ah, das ist ein doof. Aber ja, ich bin halt schon sehr gut wach. Meine Augen sind noch bemüht. Dann will ich etwas machen. Ja, bald kann ich ja das Spiel dann ein bisschen weiterentwickeln. Dann habe ich etwas zu machen.
Außer beim Livestreamen und Video machen. Ich weiß meistens nicht, wann ich aufnehmen soll. Und wann ich es hochladen soll. Ja, schon ein bisschen, aber ich würde es gerne so machen, dass ich wirklich aufstehe, mich frisch mache und dann so aufnehme. Um ja, überhaupt Zeit zu haben. So. Also das haben wir 25 Minuten. Jo, nach dem Boss, denke ich. Weil sonst haben wir lange kein Work. Also Refund. Ja. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel schon findet. Eben manche sind so von Diablo 4 hierher gekommen. Einer zum Beispiel, weil ich einen Kommentar geschrieben habe, dass ich mich nicht so freue auf Diablo 4. Und jo, dachte so ein bisschen, jo, die Leute würden mich motivieren und so. Ja, haben sie auch ein bisschen. Aber es ist halt sehr schwer. Wie kann jemand motivieren, der so solche Sachen durch das Game Design nicht gut findet? Und ja, es ist halt viel schwer am Entwickler auch alles recht gut zu machen dem Spieler, oder? Ja. Ich bin halt einer, der hat schon so viel Game-Erfahrung hat, dass er einfach nicht unbedingt Sachen spielen muss, wie zum Beispiel der auf Grinding und vergeben. Ich bin ja sowieso meistens der Singleplayer-Spielen in solchen Games. Ich brauche nicht so mit Multiplayer-Features. Eher so wie in Richtung Rechnung, aber macht mehr in Rechnungsleben natürlich. Boah, wie schnell das ging. Das ist einfach, weil hier die Kugel ständig durchgehen, so langsam ist. Ich brauche die Idole, weil die länglichen Idole, die geben weniger Movement Speed, also weniger Geschossgeschwindigkeit für Vulkaniker. Das ist einfach die große Kugel, oder? Die große Kugel. Und die kleinen Schlappnelle, die sind natürlich dann auch langsamer, aber die machen ja nicht den Schaden aus. Jo. Jetzt gehen wir kurz noch ins Lager. Und holen noch zwei Idole. Da muss ich halt jetzt hier hin. Weil ich in der Ruine der Ära bin. So, sonst habe ich noch Videos. Ich müsste eigentlich jetzt nichts mehr hochladen. Ich kann halt jetzt nicht mehr das Einkolonies Ding weitermachen. Ich finde das so mega spannend. Aber da wir gewechselt haben, momentan auf Pixelmon, also Pokémon, ja, weiß ich nicht, ob ich dann immer wieder weiterspielen könnte. Eigentlich nicht. Aber der Server geht ja noch nicht, weil das Modpack auch nicht unbedingt so die Serverdateien gibt. Es funktioniert auch nicht mit diesen Mods, die drin sind. Und die Optik-Mods, die sind dran. Das funktioniert trotzdem nicht. Muss ich gucken, sonst spielen wir noch Pixelmon. Mein Pixelmon ist eben noch mit Pixelmon drin. Das geht, da geht auch irgendwas nicht. Und also das ist halt Forge, oder? Forge ist halt so schlecht. Ja, muss ich schauen, was ich bringen kann, oder? Ja, Pixelmon einfach so Videos machen, das sind vielleicht nicht so beliebt. Deshalb mache ich es nicht. Ja. Fortnite werde ich leider auch nicht mehr so viel spielen. Und bei GTA Online, wenn einfach viele mitmachen und einfach GTA Roleplay, wenn es draußen ist. Genau. Und sonst dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr genau sehen wollt. Schreibt mal Diablo 4. Ja, ich kann mich, ja. Ich muss es auch kaufen, das ist echt teuer, das ist ungefähr fast 100 Euro teuer mit der Ultimate Edition oder so. Ja. Ich will schon die besten, oder ja, die fast besten Sachen haben. Einfach auch wegen dem Style. Oh. Na gut. Also. Dann bis zum nächsten Gameplay-Video. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.